Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 1. Ja, wir sind in Stonehenge angekommen das letzte Mal. Ich konnte es machen, also hatte genug Levels, um hier wieder zu starten. Und wir machen jetzt mal eine Quest. Aber zuerst gehen wir da rein. Da haben wir nämlich den... Nein, da haben wir nicht den Magier. Das ist die Bar. Ja, gut. Greetings. I am Zed, the Sorcerer, and as of late Zed the Bard. I arrived, I am told, just in time to miss the biggest thing that's ever happened in this wretched village. Ja. Das ist Zed, der Zauberer, der tut uns im Singleplayer natürlich beitreten. Glaube ich per Geld. Mit Geld oder irgendwas ist... Ah, wahrscheinlich einfach... Einfach so, aber... Irgendwas Besonderes... Ah, vielleicht ist er nicht zwingend, genau. Vielleicht ist er einfach nicht zwingend. Gut. Ja. Also heutzutage ist das Spiel eben langsam in Vergessenheit geraten. Ist ein bisschen schade, aber ich sehe es auch in den Anrufen, Aufrufen, nicht Anrufen, dass es halt einfach ein bisschen, ja, weniger ist als bei den anderen natürlich. Die anderen sind aktuell und dieses ist nicht aktuell, aber ich bedanke mich auf jeden Fall für jeden, der bei dem zuschaut, weil es wird einfach genial werden. Ich freue mich so darüber. The God's fire is in you, child. If you have need of potions, weil natürlich das Spiel auch gigantisch groß ist, also ihr werdet sehen, ich werde sehr lange dran hocken und es einfach viel besser Dinge macht als die heutigen Action-Rollenspiele und auch ein paar von den Rollenspielen. Hä? Vor allem von den Open World ist es sehr gut. Prima, da haben wir jetzt eben diese Zauberbücher, die wir noch lesen müssen. Ich würde jetzt alle Sachen mal verkaufen. Die brauchen wir alle nicht. Ah, Wut. Wut. Was ist Wut? Aha, ja, Schaden. Ah, komm, wir nehmen das. Wir können das, glaube ich, günstiger zurückkaufen, oder? 22, ja, ja. Wir nehmen das mit. Wir haben genug Zauberbücher. Weil das könnten wir noch gebrauchen, weil Wut ist schon gut. Später noch. Ja, hier haben wir den Wasserspeil wieder, der da. Und ein Gremlin. Killer Gremal. Ja. Hm, aber sonst sehe ich gerade nichts. Ah, da sprühen Feuerregen. Gut, nehmen wir mit. Prima. Tränke müssen wir ja nicht haben. Zauberbücher mit Verzauberung müssen wir jetzt auch noch nicht haben. Das ist viel zu teuer. Schäde und Waffen müssen wir auch nicht haben. Jetzt haben wir einen Mana zu jedem Treffer hinzu, also Mana-Leash. Und jetzt gehen wir mal zur Schmiede noch. Der hat hier sein Dorf, der ist sein Haus. Verloren. Genau, das ist der Wachturm-Quest. Deshalb war er mir gut in Erinnerung. Ja, der hat einfach seinen Wachturm verloren. Ich muss es bitte von Monster bereinigen. Das ist der Schmied, der die Waffen macht und der Verkäufer ist hier drin. Ja, Moment kurz. You won't get a better deal on what we got left. What can I show you today? Ich will keinen Wecker hören. Weil der Wecker natürlich noch abgeht. Ja, das Schild brauche ich. Missbildung brauche ich ja nicht. Ja, Mannepreis erhöht sich extremst, deshalb brauche ich das nicht. Und
Ja, die meisten Sachen kann ich in dieses Zauberbuch tun. Und ja, hier haben wir zum Beispiel bessere Sachen, vor allem Schuhe. Diese sind immer mit positiven und negativen Punkten, die braunen. Es gibt dann, glaube ich, noch Orange, glaube ich, gibt es noch. Moment kurz. Orange war, glaube ich, erst im zweiten Teil. Es gibt vor allem Gelbe. Die Gelben sind die besten im Game. Die sind schon ein bisschen besser als zum Beispiel die Blauen. Aber mehr gibt es, glaube ich, gar nicht. Es gibt nur Gelbe, die einzigartig sind und die auch sehr gut sind. Ja. Also sind die Einzigartigen auch gelb, sozusagen. Also. Wir müssen das Schild mal hier rein tun und Wut. Prima. So, und den Rest mache ich hier rein. Feuerregen kann ich gleich mal auswählen. Ah. So, Missbildung nehme ich raus. Tue es hier rein. Gut. Ja, jetzt müssen wir in die Mühle gehen. Ja, ich sollte mal die Bücher kurz vorlesen. Ja, ich muss ja nicht so alles durchlesen, es ist zu weit. Also, Evan Stonehenge hat die, ja, die Hauptstadt, beziehungsweise einfach Stonehenge gebaut, ist von der Hauptstadt. Und er hat ein Handelskontor hier erbaut. Es wurde, ja, er hat die Drogs gefunden und mit den Drogs und Handel gemacht und eben hier, weil die Drogs ja in der Nähe sind, hat er ja die Stonehenge-Stadt gegründet sozusagen. Ja, Wessling Cross. Ja, beim Frostspitzpass, dann gehen wir da glaube ich auch noch durch. Vor allem die Mine. Gibt es Wessling Cross und es ist mit Spinnen bevölkert. Man muss aufpassen. Ja, er hat einfach unterirdische Tunnel und so. Ja, ist einfach irgendwie so eine Festung gewesen, die einfach die Minen geschützt hat, scheinbar. Also, ich bin jetzt einfach ein bisschen drüber gegangen. Ich hoffe, ich habe es auch richtig erzählt. Wenn nicht, ja, kauft das Spiel und schaut es selber nach. Oder lese es einfach mit einem Stopp. Wenn ihr es auch lesen könnt, wenn es nicht zu klein ist. So. Also. Ihr seid der erste Bauer, der unsere Mühle seit dem Angriff der Krux erreicht hat. Ah, ihr seid nicht hier, um Korn abzuliefern, oder? Wenn es draußen auf dem Land wirklich so schlimm ist, wie alle behaupten, dann stehen unsere harten Zeiten vor. Da die Krux den Großteil unserer gelagerten Nahrungsmittel gestohlen haben und die Farmer kein Getreide mehr zur Mühle bringen, werden wir uns höchstens noch eine Woche ernähren können. Ich habe versucht, am Strand ein paar Fische zu fangen, aber die Krux haben anscheinend einige dieser schrecklichen Scrub-Dinge zurückgelassen. Ich habe den Hauptmann der Wache um Hilfe bei der Räumung des Strandes gebeten, aber er scheint unsere Probleme nicht zu verstehen. Er möchte keine Wachen von den Toten abziehen. Toren, solange diese noch nicht neu errichtet worden sind. Ich wäre dazu nie in der Lage, aber wenn ihr in den Strand räumen könntet, würde das den Stadtbewohnern eine Menge bedeuten. Auch hier halt wieder, ich kann es fast nicht lesen, vor allem die Ü sehe ich nicht. Und halt einfach manche Buchstaben. Wir gehen nachher noch kurz zurück, ich möchte euch den Strand zeigen und so weiter. Und halt einfach ein bisschen mehr leveln, weil wir werden langsam in Rücklage kommen. So, ich tue jetzt einfach mal kurz nicht kommentieren, ich habe so Hunger. Ich tue es jetzt einfach mal töten. Ja, ihr werdet ja sehen, was die Scrubs sind. Genau, die wir auch. Nein, die haben wir gar nicht gesehen, ob die waren hinter dem Friedhof ein bisschen versteckt.
sind aber sehr stark natürlich, weil alles Singleplayer gebalanced ist. Einfach Schokolade essen während des Let's Plays. Ja, ja. Find sie irgendwie nicht? Es sind nur so wenige. So, ja, nur eine. Da ist noch eine. Ja, toll. One hit. Ich wollte gerade sagen, ich habe zu wenig Leben. Gut. Einfach mal kurz Heiltrank saufen, wenn wir aufwirken. Ja, es geht nicht. Wir müssen abhauen. Oder was sollen wir machen? Es ist einfach halt zu schwer. Ich wusste, dass es zu schwer wird, aber ich will ja auch hohen Schwierigkeitsgrad haben. Machen wir vielleicht. Ja, gehen wir als Halterspuck. Eieiei. Jetzt müssen wir zurück. Ich muss unbedingt auf leicht machen. Sonst wird es zu schwer momentan. Bis wir einfach den Mehrfachzauber haben. Den Zauber... den Sprühen sauber. Ja, wo gibt es einer dieser Schreine? Keine Ahnung. Ich glaube hier draußen. Noch 25 Sekunden. Wir werden schneller dort sein. Da muss doch irgendwo einer sein. Reise zum Statthalter. Ach Mist. Gehen wir einfach wieder zum Strand. Ich weiß nicht, wo so ein Schrein ist. Beim Singleplayer gibt es die Schreine nicht, glaube ich. Und ich habe ein bisschen Singleplayer gespielt natürlich. Und man kommt mega schnell durch. Also es ist fast zu leicht im Singleplayer. Sogar auf schwer. Ich hab dich überrascht, hä? Was haben wir verloren? Wir haben nur AXP verloren, also sei das, gell? Auf jeden Fall, Dankeschön. Auch für die zwei Bögen, die wir nicht gebrauchen können, aber... haben wir jetzt alle? Ich denke, wir haben alle. Gehen wir nach oben. Holen wir noch eine Esel. Schade, dass man die Esel wenigstens nicht mitnehmen kann. Aber so ist es eben. Damals war der Multiplayer halt noch Multiplayer. Mit Spielern, nicht mit Pets. Heutzutage gibt es ja in jedem Spiel Pets. Noch dazu. Und ja. Ihr seht ja, was es ist. Alle Leute sind in der Stadt mit allen Haustieren. Zum Beispiel in Path of Exile gibt es so viele Haustiere in der Stadt, dass ich manchmal gar nicht durchlaufen kann. Und was gibst du mir? Nix. Lol, die Quest ist für nix. Wahrscheinlich die Quest nur, damit man dorthin geht. Ja, ja. Aber so sehen halt nun mal die Quests. Du hast noch Esel hier. Er soll mit dem... was? Zechstein. Jetzt muss ich mir raten, was ein Zechstein ist, aber das ist, glaube ich, ein Stein, wo man irgendwie befestigt wird und dann auseinandergezogen wird oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, aber völlig böse. Auch so ist die Welt von Dungeon Siege, genauso wie die echte Welt, brutal. So. Ein Wurfbeil. Ich nehme das mit. Ja, wir haben noch genug Platz. Ich
Ich will das nicht. Tipps deaktivieren. Was sind die Tipps eigentlich wieder zurück? Ich hab's nie deaktiviert, glaube ich, oder? LOL, der bekommt auch noch viel Schaden immer. Beschlagene Lederstiefel. Tue ich einfach mal ein bisschen vergiften, hä? Ja, es ist genug. Ja, aber bitte noch... Aha, ich hab die Fliege getötet. Wie cool. So, dann haben wir eigentlich auch hier schon fast fertig. Ich will nur den Ding nochmal töten. Und dann noch zum Strand gehen, mehr will ich auch nicht hier mehr machen, hä? Bisschen Erfahrung sammeln natürlich. Jupp. Ich werde wahrscheinlich ab und zu mal außerhalb des Let's Plays noch ein paar Videos machen, wie zum Beispiel Easter Eggs zeigen und so weiter. Einfach um auch ein bisschen die Leute wieder anzulocken, ein bisschen Dungeon Siege zu spielen oder so. Das lohnt sich einfach, oder? Ich finde Dungeon Siege so ein gutes Spiel immer noch. Hey du Saufer, kämpf! Ja, der Kroans Rundschild hat er wieder. Aber auf jeden Fall möchte ich einfach gerne noch Videos machen, wie ich zum Beispiel die Sache, wie man die Sachen findet und so weiter. Da gibt es, glaube ich, gar keine Videos mehr. Die wurden alle irgendwann mal gelöscht vor Urzeiten, weil sie einfach zu alt sind oder sonst irgendwas. Und da kann ich das auch in Full HD machen und so weiter. Ihr Scheißfliegen. Einfach mal. Pff. Da ist ein Schrein gewesen. Können wir jetzt den benutzen? Denn wir haben noch keine Level Up gehabt. Mal kurz schauen. Ja, wir müssen noch viel mehr haben. So ein Mist. Das ist der Level 4 und das ist der Level 5. Manchmal ist es schon ein bisschen langweilig, auf die Zauber aufzuarbeiten, hochzuleveln. Aber es macht schon viel mehr Spaß als zum Beispiel einfach Skillsystem fertig. Solche Zauber. Sind ja eigentlich auch in einem Zauberbuch, sind Seiten von einem Zauberbuch. Und die muss man natürlich wieder hinzufügen. Und das ist ein besseres System als bei Diablo 2 gewesen. Oder? Jetzt ja, Diablo 2 haben sie auch noch versucht, die zu kombinieren. Das ist jetzt zum Beispiel hier, glaube ich, auch nie so der Fall, ja. Was der Fall ist, dass wirklich zum Beispiel Hast und Gruppen Hast wirklich zusammenpassen. Die kannst du zusammen auch benutzen. Ich glaube, es bringt sogar etwas, oder? Auf jeden Fall, man kann natürlich Gruppenhass auch im Einzelfall benutzen. Und es geht, glaube ich, sogar noch schneller oder länger. Oder ist das normale Hass länger? Auf jeden Fall ist es halt manchmal zu kurz. Und ich finde es einfach genial, dass er Gruppen hast. Im Multiplayer dann auch sehr hilfreich ist. Weil jeder schneller laufen kann, schneller
kämpfen kann und schneller zaubern kann. Das ist einfach mega cool. Also, wir waren eigentlich überall. Ich gehe noch mal kurz zum Shop. Und ja, müssen dann weitergehen. Da wir sowieso extrem lange leveln müssen, mache ich das mal so. Wir gehen jetzt einfach geradeaus die 10 Minuten und dann tue ich dorthin wieder laufen, wenn ich dann wieder aufnehme, gell? Nur, dass ihr nicht meint, wie ich würde noch nebenbei ein bisschen spielen oder sonst irgendwas. Du, ich mache ja das nie. So, hast du irgendwas Neues? Ich weiß nicht, wie schnell das... Ah ja, verwandeln. Nein, nicht verwandeln. Es ist das andere. Aber ich bräuchte vielleicht verwandeln schon. Schwächen ist das? Es gibt irgendwie einen Zauber, der Monster in Tier verwandelt. Ob es den auch im normalen Spiel gibt oder nur in Legends of Arana, aber ich möchte dir gerne den einfach zeigen. Ich werde auf jeden Fall den Charakter dann auch mal, wenn das Let's Play vorüber ist, in Legends of Arana exportieren. Und ja, wenn es geht, hoffentlich. Und werde dann einfach mit noch mehr Level, dort ist nämlich das Level noch begrenzter. Also es ist schon über 100, aber es ist begrenzter. Und wenn ich das dann, ja, einfach ein bisschen dort noch ein paar Sachen zeige, dann später. Hä? Auf jeden Fall werde ich dranbleiben. Er ist tot. Ich habe den normalen, ah ne, Killgrimmer sogar. Getötet, denn greift natürlich nicht an, der flieht immer. Aber ich habe ihn getötet, weil er nicht fliehen soll. Ja, prima. Ja, eben das Spiel könnte manchmal langweilig sein, das ist klar. Ich will euch einfach motivieren. Spielt auch manchmal ein bisschen weniger intensive Spiele. Genießt es. Genießt eure Spiele. Genießt alte Spiele, genießt einfach Spiele, die nicht zu viel Aufmerksamkeit haben. Mehr, also auch schon älter sind eben. Es ist nicht immer das Beste, wenn ihr das beste Game immer kaufen müsst, das neueste, beste Spiel. Früher waren die Games genauso gut. Man hatte weniger Anforderungen. Und genau diese Anforderungen müsst ihr auch zurück. Ihr müsst euch ein bisschen zurückrudern. Es ist klar, es kann nicht alles so gut sein wie heutige Spiele. Zum Beispiel die Grafik. Zum Beispiel diese Rinde ist viel detailreicher als zum Beispiel die Gräser. Das war damals einfach noch so. Also, ich bin erfreut, dass Dungeons so gut aussieht in Full HD. Also so viel Grafik hat es auch nicht verändert. Ich bin immer wieder überrascht, dass zum Beispiel GTA 5 gar nicht mal so gut aussieht im Vergleich zu zum Beispiel Skyrim. Da gibt es nicht so einen gewaltigen Unterschied. Und es gibt ja eine neue Version von Skyrim, die Special Edition. Und die hat, sie sieht ja mal unwerfend aus. Einfach ist es mehr zu übertrieben. Ich kann es nicht spielen, weil es mir wehtut in den Augen. So viele Überblendeffekte, dass man eigentlich schon blind wird. Das ist einfach zu übertrieben. Ich kann es natürlich auch ausschalten, aber ich will es nicht spielen einfach. Ich will das normale Skyrim spielen. Mit Mods, die auch nicht zu übertrieben sind. Wir machen vielleicht jetzt sogar noch ein bisschen länger, aber auf jeden Fall gehen wir noch kurz zum Wachturm. Hä? Wieder erwecken Schriftrolle. Ah ja, jetzt kommen alles die Steinwerfer auf uns zu. Hier sind zum Beispiel nicht so viele Steinwerfer, aber oben kommen wieder mehr Steinwerfer. Ich fand immer, dass es so cool, dass die Gegner wirklich sich hier abgewechselt haben. Nicht immer die gleichen Gegner waren.
Es gibt zum Beispiel in Utrea, in der Map Utrea, das ist die Multiplayer-Map, gibt es eine Tropfsteinhöhle, die einzigartige Gegner haben. Nicht geklaut, natürlich vom Singleplayer. Also von dieser Welt. Und das ist ja mal genial, die Gegner waren so genial, die haben immer wieder rote Dinge gemacht. So, wie sagt man denen? Einfach so Lichtblitze, die bleiben. Lichtstangen, Kabel. Zum Beispiel Kabel. Das ist einfach mega genial, wenn man dort reingeht. Ich werde das sicher noch auch normal kurz zeigen. Und werde sicher Video auch machen, aber... Ja, es ist halt mir ein bisschen schwieriger, jetzt noch nebenbei andere Videos zu machen von Dungeon Siege. Ich will ja euch auch nicht warten lassen, hä? Also tut mir leid, wenn ich falls einfach... hat euch ein bisschen enttäusche, indem ich einfach nicht viel mehr Videos mache. Aber es ist nun mal so. Also es ist schwieriger als Let's Player noch nebenbei andere Videos zu machen. Vor allem ist es eins... Ich habe einen Ordner, der hat mega viele Ordner noch drin. Und die müssen alle eigentlich sehr gut von mir managed werden, sonst werde ich irgendwie ein Part doppelt hochladen oder ein Part vergessen. Und das ist es auch, oder? Ich bin noch nicht ganz so ein guter Let's Play. Ich habe halt einfach Probleme manchmal mit ein paar Videos, aber ja, ach komm. Ist ja nicht so schlimm. Denn Leute, es ist manchmal viel zu schlimm, als sie es einfach eigentlich denken. Ja, die Ordus-Axt, die können wir gleich mitnehmen und dann ihm geben. Auftrag. Oh nein, die muss man, glaube ich, gar nicht abgeben, genau. Ja. Die kann man einfach benutzen als Nahkämpfer. Also als Nahkämpfer hat man es halt einfach... verhältnismäßig extremst einfach, weil man auch sehr defensiv ist. Ich muss immer schauen, dass ich nicht sterbe, weil ich so offensiv bin. Und weil er auch reinhaut, also die Schäden machen auch viel mehr Schaden als die Zauber von den Äxten und so weiter, vor allem von den Zweihandwaffen natürlich. Ja. So, wer sich ein bisschen auskennt, der darf gerne mit mir ein bisschen reden darüber. Schreibt es in die Kommentare oder per PN. Und ja, ich bedanke mich herzlichst für das Schauen dieses Partes. Es macht mir einfach gewaltig Spaß wieder. Ich habe so extrem, weil ich genau weiß, dass das Spiel noch viel besser wird. Vor allem am Schluss ist das Game mega genial. Und ich habe ja gesagt, ich werde Beschwörer und nicht allzu oft mit Zauber einsetzen, also nur nebenbei, oder? Also, und Beschwörer hat noch niemand genommen, weil Beschwörer ist relativ tricky. Und ich freue mich einfach, wenn ihr dabei seid und mitmacht und so weiter. Also, Dankeschön fürs Schauen, bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Tschüss!